Ja. Es gibt so ein paar Klassiker beim Duell um die Welt, auf die man immer wieder setzen kann. Und die werden auch nicht langweilig. Bei Joko ist es einmal seine Abneigung gegen Höhe. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, die sich so herauskristallisiert hat in den letzten Jahren, ist Ayahuasca. Ayahuasca ist eine Substanz, die man zu sich nehmen kann, die aus der Natur kommt und ungefähr so wirkt wie 500 Mal LSD. Ja? Wir haben schon zweimal probiert, Joko das nehmen zu lassen. Beim ersten Mal ist er, wo war das noch, in was für einem Land? Ecuador. In Ecuador, warst du auch, stimmt. Ja, genau, da bist du da zu so einem Stamm gekommen und so. Und dann kam irgendwie drei Tage durch die dunkle, schwarze Nacht ein Medizinmann angelatscht, der das dann da vorbereiten sollte. Der hat Joko einmal kurz die Hand auf den Kopf gelegt und nach seinem 6-tägigen Anmarsch in diesen Dschungel hat er dann innerhalb von 5 Sekunden gesagt, oh, er ist noch nicht so weit. Und dann ging es wieder nach Deutschland. Ne? Kein Punkt leider. Und beim zweiten Mal, da haben wir so einen etwas, da dachte ich mir, also vielleicht machen wir das jetzt nicht so mit so einem Schamanen, weil der auch eine eigene Rituale hat und so. Ich will ja, dass der das einfach nimmt, ne? Und dann haben wir so einen halbseidenen Typen in Brasilien aufgetan. Ein Drogenbaron. Ja, kann man so sagen. Ein Drogenbaron, und der hat das bei sich so auf der Auffahrt gemacht, ne? Und der wollte dann aber komischerweise die Pässe von allen haben und so. Und dann kam nachher noch die Polizei und das war alles so ein bisschen, naja, man lernt nie aus. Ne? In Brasilien braucht man zum Drogen nehmen eben seinen Reisepass, ne? Damit man den Trip auch genießen kann. Jetzt ist es so, dass wir ein letztes Mal organisiert haben, dass Joko Ayahuasca zu sich nimmt. Wiederum in Ecuador mit einem vertrauensvollen Stamm, keinen Kriminellen und einen Schamane, der auch mal beide Augen zudrückt. Bitte sehr. Die Leute fragen mich immer, ob ich wirklich nicht wüsste, was beim Duell um die Welt auf mich zukommt. Ich antworte dann immer, doch, eins weiß ich jedes Mal, dass es scheiße wird. Spätestens in dem Moment, wenn neben mir der Aufgabenbrief von einer scheinbar toten Yoko-Voodoo-Puppe gehalten wird, ist klar, dass der Tag gelaufen ist. Buenas tardes, Senior Winterscheid. Ich vermute, du ahnst bereits, warum du dich abermals in Ecuador befindest, oder? Heute soll eine Trilogie zu Ende gebracht werden, die bis dato für mich sehr erfolgreich und für dich mehr als schändlich verlaufen ist. Die Einnahme des halluzinogenen Wundergetränks Ayahuasca. Ja, im ersten Moment denkst du dir natürlich, ja, ist aber ganz schön unoriginell, Herr Häufer Umlauf, ne? Zum dritten Mal Ayahuasca. Aber wenn man dann eine Sekunde länger drüber nachdenkt, dann muss man ehrlich sagen, smarter Move, weil viel leichter kann mir mal keinen Länderpunkt abknüpfen, als wenn man mir eine Aufgabe nochmal stellt, die ich schon zweimal nicht geschafft habe. Nur noch mal zur Erinnerung. Ayahuasca heißt übersetzt in etwa Liane des Todes und ist ein aus diversen Geheimzutaten bestehendes Gebräu, das einen auf völlig neue spirituelle Ebenen führt. Allerdings gibt es jede Menge potenzielle Nebenwirkungen, gerade für unerfahrene, klapprige Europäer wie du einer bist. Erbrechen, Schweißausbrüche, gesteigerte Sinneswahrnehmung, Vision von Dingen, die gar nicht da sind, verminderte Kontrolle der Motorik und eventuell das körperliche Gefühl, zu Stein zu erstarren. Meine Kontaktperson Karl wird dich zu einem Stamm tief in den Dschungel Ecuadors bringen und er hat mir versprochen, dass die Ayahuasca diesmal definitiv zugeführt wird. Die Aufgabe gilt als geschafft, wenn du das gesamte Ritual überstanden hast und am nächsten Morgen noch folgenden Satz aus deiner Denkmurmel herausbekommst. Fuck! Das war unverhältnismäßig. Enttäusch mich und die Zuschauer nicht noch ein drittes Mal. Dein Klaas. Im Brief stand ja schon, dass ich wieder einen Guide bekomme, Karl. Und der war am nächsten Morgen dann wie verabredet auch vorm Hotel, hat mich abgeholt. Und dann sind wir eigentlich auch quasi schnurstracks in den Dschungel gefahren. So, Joko. Du bist bereit? Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Das ist der Anfang. Wir müssen hier durch. Ach du Scheiße. Dschungel ist toll, wenn man ihn im Fernsehen sieht, aber es ist nicht toll, wenn man selber drin ist. Es ist heiß,
schwül, drückend, wahnsinnig anstrengend. Es ist so heiß hier. Ich hoffe, ganz tief in mir drin, und da spreche ich dich jetzt auch persönlich an, lieber Klaas, dass dieses Dschungelthema ein für alle Mal vorbei ist, ja? Staffel 4, Schluss mit Dschungel, okay? Du hast mir noch gar nicht so richtig erzählt, was es für überhaupt ein Stamm ist, zu dem wir da gehen. Ja, wir kommen jetzt zu den Satchilas. Satchilas? Die Satchilas sind auch ein Volk, das sich bewusst hier zurückgezogen hat und mit der Natur leben möchte. Okay. Ja, das ist an für sich eine sehr, sehr große Ehre für dich, dass du auch jetzt hier teilhaben darfst. Karl war ja auch derjenige, der den Stamm halt schon seit 7 Jahren kannte und der uns dann überhaupt erst ermöglicht hat, diese Ayahuasca einzunehmen. Weil es ist ja nicht so, dass du hier irgendwo in der Straßenecke gehst oder in den Busch wärst und sagst, hallo, da bin ich würde gerne. Sondern das ist halt ein spirituelles, fast religiöses Ritual bei den Stämmen hier. Da muss man am Ende auch sehr dankbar sein, dass man so jemanden hat, der einem da eine Tür öffnet. Und das ist unser Hauptschamane, das ist Shoyun, der Regenbogenmann. Und er wird dich heute hier in alles einweisen. Und ich hoffe, du bist mental vorbereitet. Ja, du bist im Rahmen des Möglichen. Gut. Ich war jetzt in diesem Dorf und ich hatte auch das Gefühl, so alles, was man so an Parametern da braucht, das stimmt. Also die Leute waren nett, man hat sich da wohl gefühlt. Aber ich wollte einfach nochmal mein Wissen auffrischen, um 100% sicher zu sein, ich weiß, worauf ich mich einlasse. Du weißt ja schon, 2 Mal kurz davor war Ayahuasca zu nehmen und 2 Mal hat es nicht geklappt. Ne? Diesmal wird es was. Dein Wort und Gottes. Oh, nee, wirklich, welche Art, muss ich ehrlich sagen, habe ich einen Wahnsinnsrespekt davor, weil es ja auch nicht ohne. Es ist nicht ohne. Es heißt nicht umsonst die Liane des Todes. Es kann viel passieren. Die Dosierung ist das A und O. Und du musst beim guten Schaman sein und beim guten Volk. Es ist ein Halluzinogen, das hast du nicht vergessen. Es ist ein Rausch, es ist ein starker Rausch. Schon beim Einnehmen wirst du es schon merken. Du wirst es kaum runterbekommen. Dein Körper wird sich sofort wehren. Wie lange bin ich da weg? Es kann sein, dass du zwischen 4 Stunden weg bist. Es kann aber auch sein, dass es bis zu 30 Stunden anhält. 30? Ja. Aber wenn man jetzt mal wirklich vom Worst Case ausgeht, also was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du vielleicht hier bleibst. Für eine lange Zeit. Obwohl man irgendwie schon mal 2 Mal so weit irgendwie war und es dann immer nicht funktioniert hat aus verschiedenen Gründen, ist es nicht so, dass es dann einem leichter fällt. So, man hat halt immer noch wahnsinnig Respekt davor. Und ich würde fast sagen, so der Respekt davor ist noch größer. Du schüttest was in dich rein, was deinen Körper komplett von innen verändert. Und dann mit deiner Psyche spielt. Das sind da gerade so 2 Herzen, die in meinem Körper schlagen. Ne? Zum einen habe ich halt vielleicht sogar ein bisschen Angst, wenn man ganz ehrlich ist, das jetzt gleich zu nehmen. Und auf der anderen Seite ist aber auch der Moment da, dass ich sage, so jetzt muss das auch mal passieren. Ne? Und ich will es jetzt einfach auch so. Ich will jetzt einfach dieses Zeug nehmen und ich will wissen, wie es ist. Es war so ein ganz spezieller Vibe in diesem Raum. Einfach eine sehr besondere Stimmung. Respektvoll, ruhig, konzentriert. Es ist halt einfach wirklich, du sitzt da mit einem Stamm aus dem ecuadorianischen Dschungel, der dich an einem der intimsten Momente der Stammeskultur teilhaben lässt. Und dann war es soweit. Und das war noch mal so der Moment, wo ich mir auch selber mal sagen musste, alles wird gut, entspann dich, alles ist cool. Du wolltest es den ganzen Tag, lass dich jetzt nicht verunsichern, weil die Stimmung hier gerade irgendwie so ein bisschen angespannter ist. Und man halt gemerkt hat, wie ernst denen das ist. Das war auch noch mal so ein Ding. Dann habe ich die Holzschüssel in die Hand bekommen. Wieder el deseo que tenga que tome. Und habe das Ayahuasca getrunken. Und man dachte sich so, krass, jetzt habe ich das Ayahuasca in meinem Körper. Da hast du schon gemerkt, so irgendwas passiert, aber auch nicht so viel, wie man jetzt erwartet hätte. Also ich hatte wirklich gedacht, das Zeug ist innerhalb von 5 Minuten da. Aber dem war halt nicht so. Das kam ganz, ganz schleichend. Der Körper kribbelt krass. Also so richtig, ja, wie als wenn es blutheiß wird, also man
der Sauna sitzt. Du merkst richtig, wie das auf einem rechten Bein komischerweise. Wie das zirkuliert. Und ich lag da halt die ganze Zeit und mit einem Mal, das war innerhalb von 5 Sekunden, habe ich gemerkt, so fuck, mir ist schlecht, ich muss raus. Er hat ja auch vorher gesagt, es wird den Moment geben, wo dein Körper rebelliert. Es wird den Moment geben, wo dein Körper das Zeug auskotzen will und das aber nicht aufgrund dessen, weil dir schlecht ist, sondern weil du alles Schlechte aus dir rausspülst. Das war ganz krass. Ich habe mich rumgedreht und es war wirklich so, wow. Klaas hat ja schon im Brief erklärt, dass Ayahuasca zum Kontrollverlust der Motorik führen kann. Und ich wusste, dass jetzt fängt es an zu wirken. Also das war so der erste Moment, wo ich realisiert habe, so jetzt macht es irgendwas mit mir. Boah. Ich wollte laufen und ich glaube, es sah total dämlich aus. Aber ich bin gelaufen wie Ozzy Osbourne. Ich konnte nicht mehr gehen. Es hat sich alles nach links gedreht, es hat sich alles nach rechts gedreht. Ich hatte das Gefühl, mein linkes Bein ist 3 Meter lang, das rechte Bein nur 1 Meter. Ich habe das Gefühl, ich stehe so schräg und habe mich halt festgehalten links an der Wand. Das Holz hat sich nicht wie Holz angefühlt, es war ganz weich. Das kann man nicht in Worte fassen. Du hast die Kontrolle über deinen Körper nicht mehr gehabt. Ich war auf einem komplett anderen Planeten. Ja, das war so dein Arm. Also ich hätte schwören können, wenn ich jetzt aufstehe und so mache, kann ich schwimmen. So, das ist wie ein Astronaut. Wenn ich jetzt Bock habe, springe ich hoch und fliege in den Busch. Und dann war aber leider Gottes diese Lustigphase relativ schnell vorbei. Irgendwie habe ich mich dann immer unwohler gefühlt, wie so ein nasser Schwamm. Es war wie so eine Ohnmacht. So, man hatte halt einfach gar nicht mehr die Kontrolle darüber, was passiert. Ich war gerade voll den krassen Film. Echt? Also, echt? Es bewegt sich alles. Alter. Der Schamane kam dann auch wieder, hatte dann so ein Regenrohr gehabt und hat das gekippt und hat es auf meine Stirn zulaufen lassen. Und ich schwöre bei allem, was mir heilig ist, ich hatte das Gefühl, dass hinten aus meinem Nacken im Kopf Würmer nach vorne in die Stirn reinkrabbeln und hier vorne in meiner Stirn anfangen, das Gehirn weich zu bearbeiten. Also es war ganz absurd. Was halt auch dann sehr merkwürdig war und auch beängstigend gleichzeitig, wie man Geräusche wahrgenommen hat. Es wurde halt mit einem Mal, egal was, unfassbar laut. Die Vögelchen, die mittags noch so piep, piep, piep gemacht haben, haben in einer Lautstärke geschrien. Boah, krass. Und dann kam aber der Schamane noch mit irgendwelchen Geräten an und hat an meinem Kopf Geräusche erzeugt, die mich wahrscheinlich in eine andere Welt bringen sollten. Aber die waren einfach so unfassbar laut. Ich habe wirklich das Gefühl, auf mir platzt gleich der Schädel. Und all diese 1000 Sachen, die haben mich wahnsinnig gemacht. Das war wirklich, das war alles so krass, ich war so hypersensibel. Das einfach, das war zu viel. Ich will nicht, dass wir das hier weiter filmen. Also dann machen wir jetzt erstmal Kameras aus, bleiben dann aber hier gucken. Bleiben auf jeden Fall in der Nähe. Ja. Die Aufgabe war ja auch bestanden eigentlich in dem Moment so. Und ich musste halt einfach für mich gucken, wie ich jetzt klarkomme, weil wir sind da halt mitten im Dschungel. Und
wir mussten einfach den Moment abwarten, bis es bei mir einigermaßen klar wird und wir dann zurück ins Hotel können. Aber es war halt in dem Zustand, in dem ich war, nicht dran zu denken, dass wir da sofort abhauen. Und auch wenn es zum Schluss ein bisschen unheimlich alles verlaufen ist, ne, habe ich es geschafft. Im dritten Anlauf habe ich Ayahuasca genommen und kann mit Stolz sagen, dieser Länderpunkt gehört jetzt mir. Eine Sache fehlt ja noch zum Bestehen der Aufgabe. Kriegst du den Satz noch zusammen, den du sagen solltest, der im Brief stand? Den hätte ich auch gesagt, wenn er nicht da gestanden hätte, glaube ich. Fuck. Das war unverhältnismäßig.